Herzlich willkommen zu unserem Screencast über die entrope Elastizität anhand eines Kautschukbandes. Als erstes möchten wir euch die Gleichungen vorstellen und anschließend möchten wir mit euch den Versuchsaufbau und die Auswertung durchgehen. Als erste Formel berechnen wir Lambda. Lambda ist der Ausdehnungskoeffizient. Lambda berechnet sich aus der Anfangslänge plus dem Längenunterschied, wenn Gewichte dranhängen, geteilt durch die Anfangslänge. Die zweite wichtige Formel ist die Bestimmung von NS. Das ist die Anzahl der Monomere in Mol. Dazu benötigen wir einmal die Steigung, multipliziert mit dem Anfangsvolumen, geteilt durch die Gaskonstante mal die Temperatur in Kelvin. Die Steigung setzt sich zusammen aus Delta F durch A0, also die Kraft durch den Anfangsquerschnitt des Gummibandes, geteilt durch Delta von Lambda minus 1 durch Lambda Quadrat. Diese Formel zeigen wir euch auch später in einem Diagramm, dazu dann eventuell mehr. Eine weitere wichtige Gleichung ist dann die Berechnung von GroßNS. Das ist dann die Anzahl der Monomere in U, also in Unit. Dazu berechnen oder multiplizieren wir KleinNS mal der Avogadro-Konstante, die 6 mal 10 hoch 23 ist. Und als nächstes benötigen wir dann die Sedimentdichte, SD. Dazu müssen wir als erstes die Masse bestimmen des Gummibandes. Die Masse des Gummibandes können wir anhand des Volumens und der Dichte des Gummibandes berechnen, indem wir eben die Dichte mit dem Volumen multiplizieren. Und anschließend teilen wir dann klein ns durch die Masse und erhalten so die Sedimentdichte. Die wichtigste Formel ist am Ende der Unterschied der Entropie. Der Unterschied der Entropie berechnet sich über die Formel minus groß NS mal klein NS durch 2, Klammer auf, Lambda Quadrat plus 2 durch Lambda minus 3, Klammer zu. Bei der unteren Formel unten links haben wir K gegen klein NS ausgetauscht, die sind äquivalent. Zum Versuchsaufbau. Als erstes müsst ihr natürlich die Abmaße eures Gummibandes messen. Dabei ist es wichtig, das Gummiband nicht zu stark zu quetschen und an mehreren Punkten zu messen und einen Mittelwert zu machen, wie zum Beispiel oben links gezeigt wird. Bei der Länge müsst ihr den Punkt oder von den Punkten aus messen, wo das Gummiband eingespannt ist, weil zwischen diesen Punkten, auch wenn dort ein Gehäuse noch ist, ist ja trotzdem eine Ausdehnung vorhanden, also müssen wir die Fixpunkte nehmen. So, wenn ihr das Ganze in eure Apparatur einhängt, ist es wichtig, dass eben, wie im linken Bild gezeigt wird, der tiefste Punkt der Halterung bündig ist mit eurer Skalierung. Im Endeffekt so, wie es auf der rechten Seite abgebildet ist. Eure Apparatur sähe so aus. Ihr habt halt ein ummanteltes Gefäß, wo ihr dann temperieren könnt. Unten muss natürlich auch ein Faden raushängen, wo ihr Gewichte dranhängen könnt, weil während oder im Gefäß selber ist das ein bisschen aus platztechnischen Gründen nicht so ganz einfach. Und so sähe das Ganze dann aus. Die Gewichte ziehen halt das Gummiband in die Länge. Bevor man das Kautschukband bei 90 Grad verwenden kann, muss es erst bei 90 Grad vorgeheizt werden, mindestens 30 Minuten lang. Diesen Vorgang nennt man Vulkanisation. Dies bedeutet, durch den Einfluss von Temperatur, Zeit und Druck wird das Kautschukband gegenüber mechanischen Einflüssen widerstandsfähiger. Hier haben wir zum Beispiel unsere Abmessungen des Kautschukbandes. Wir haben eine Länge von 0,11135 Metern, eine Breite von 0,0045 Metern und eine Dicke des Bandes von 0,0039 Meter. Das ergibt einen Querschnitt A0 von
0,0000017555 Quadratmeter und ein Volumen von 1,95 mal 10 hoch minus 6. Ja, hier in dieser Tabelle sehen wir die einzelnen Gewichte in Gramm und die entsprechende Ausdehnung in Metern. Wir sehen auch jetzt schon im Verlauf der Tabelle, wenn wir beide Temperaturen 21 und 90 Grad Celsius vergleichen, dass wir bei 90 Grad Celsius eine geringere Ausdehnung haben. Am Ende, vor allem bei den Maximalwerten sieht man das sehr gut, als zum Beispiel bei 21 Grad. In diesem Diagramm bei 21 Grad Celsius sehen wir aufgetragen die Entropie gegen Lambda aufgetragen. Dabei sehen wir, dass wir einen Tiefstwert haben bei ungefähr 0,0003 oder etwas kleiner als 0,003 Joule pro Kelvin. Wenn wir das Ganze vergleichen mit der nächsten Tabelle, da sehen wir, dass wir dann zum Beispiel einen Tiefstwert haben von 0,00025 Joule pro Kelvin. Das heißt, wir haben hier eine kleinere Entropieänderung und dementsprechend auch eine kleinere Ausdehnung des Kautschukbandes. In folgendem Diagramm haben wir die Kraft pro Fläche aufgetragen in Pascal gegen Lambda minus 1 durch Lambda Quadrat. Hier ist für uns wichtig die Steigung. Die Steigung haben wir benötigt für die Berechnung von klein ns, also sprich der Anzahl der Monomere in Mol. Wir können die Steigung eben wie vorhin vorgestellt berechnen. Wir können sie aber auch einfach mit einem Tabellenauswertungsprogramm bestimmen lassen und entsprechend in die Formel einsetzen. Ja, wenn man jetzt diese Gerade vergleicht mit der für 90 Grad Celsius, sehen wir, dass wir minimal etwas flacher sind in der Kurve. Unsere Messwerte wahrscheinlich auch nicht ganz so gut aussehen im Anfangsbereich vor allem. Ja, aber das sind halt Messungenauigkeiten, die kommen immer vor. Ja, an dieser Stelle haben wir nochmal unsere Daten zusammengetragen mit unseren berechneten Endwerten. Als erstes haben wir euch oben die Konstanten notiert, zumal die Dichte des Kautschukbandes, das Molargewicht des Monomers und die Avogadro-Konstante. Ansonsten seht ihr in der linken Spalte die Temperaturen für 21 Grad bzw. 294 Kelvin und in der rechten Spalte für 90 Grad Celsius und 360 Kelvin. Entschuldigung. So, jetzt hattet ihr etwas Zeit, das Ganze euch anzusehen. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal.